wenig Poles vorbereiten. Und grüne Tränke, grüne Tränke, grüne Tränke, grüne Tränke, grüne Tränke. Go, go, go. Autos können wir auch gleich basteln. Achso, und ein Kommentarschreiber meinte, hier unten wäre was falsch. Und das ist richtig, dass was falsch ist. Hier fehlt nämlich ein Ämpchen. Macht jetzt nicht so die Welt aus, aber, ne? Und hier kommt nicht mehr genug Eisenerz an. Ja. Ist okay. Lass ich trotzdem so, wie es ist. Theoretisch muss das ganze Ding später auch noch weggebaut werden, weil wir das Eisen brauchen, was da drunter ist. So, Truck, mehr Leben. Beide brauchen gleich viel. Wahrscheinlich ist der Truck langsamer als der Hammer. Was als nächstes? Mach mal... Ich sehe gar keine Lasertürme. Das wäre interessant, wenn es gar keine Lasertürme gibt. Weil die sind halt ziemlich überpowered, weil keine Munition hergestellt werden muss und. Plasma-Ammo. Laser-Turret, doch hier. Brauch Illyrium-Crystal. Brauch Laser-Ammo-Technologie. Brauch Illyrium-Processing. Oh Gott. Advanced Ore-Processing. Was zur Hölle ist das alles? Ach, dann können wir aus einem Iron Ore zwei Iron Dust herstellen, aller Minecraft. Wie geil. Ja. Also können wir hier mit unsere Erze verdoppeln, wie man das so schön kennt. Gut, was brauche ich dafür? Alien-Technologie? Och, dafür brauche ich das. Ja, da in die Richtung gehe ich mal. Erze verdoppeln klingt sehr gut. Vor allem, wenn wir nicht so schnell expandieren können, wie wir es denn gerne wollen würden. Bau bitte. Ach, wir haben schon eine Blaufabrik. Okay. Hier eine Schneise rein. Chock, 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 chock. So kriegen wir auch genug Biomasse. Und jetzt hier die Fabrik hin. So. Also Fabrik mit einem Abstand dahin. Du legst Muni da drauf. Du stellst her. Die Munition ist das. Dafür brauchst du Eisenblöcke und flüssiges Hydrogen, also Wasserstoff. Mach's so. Haben wir noch genug Untergrundruhe? Ja, das sollte reichen. Dann nimm das Hydrogen einfach mal von hier hinten irgendwo. Reiß dich ab. Ich hoffe mal, das passt hier durch. Oh ja. Oh ja. Da hat er ordentlich was dran gedreht. Also ich bin mir relativ sicher, dass es früher nicht so weit ging. Und mache hier mal einen Knick. So. Und ich sollte es von hinten aufziehen, das ist glaube ich einfacher. Mach hier so. Hammer. Okay. Bis da, bis da, bis da. So. Jetzt fehlen nur noch die Eisenblöcke. Das heißt, wir schnappen uns von hier irgendwo Eisen. Mal wieder. Nimm, 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 nimm. Das läuft denn hier auf dem Fließband lang, was ich gerade nicht habe. Warum machst du keine... Genau, gib mir Fließbänder. Mehr Fließbänder. Kommt auf dem Fließband hin, das wir nicht haben. Das läuft denn zu einem Kompressor. Wo wären die? Da. Braucht 10 grüne Chips. Gib mir mal Draht, dann stelle ich einfach auch selber welche her. So. Oh, grüne Chips. So, und Tränke immer wieder hier reinschmeißen, sonst wird die Forschung niemals fertig. Nächste Angriffswelle kommt in 420 Sekunden, weil die jetzige schon da ist. Die ballert unten gegen die Wände und da ist kein Turm in der Nähe. Okay, go, 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 go. So. Was haben wir da für eine gelbe Markierung? Nö. Scheint alle da unten zu sein. Was haben wir da unten überhaupt schon Mauern? Ja, offensichtlich, sonst wären sie nicht beschädigt. Wow, okay. Also Zielsicherheit ist mit der AK nicht so wirklich gegeben.
Das ist schon mal gut zu wissen. Und die Mauer ist futsch. Bau zwei Mauerstücke und mach das hier dicht. Türme? Türme. Bau Türme einfach hier unten irgendwo hin. Gib den jeweils 200 Schuss. Na, gucken wir später weiter. Jetzt hier irgendwie Türme hinzubauen ist sinnlos, weil hier ist ein riesiges Loch. Und davon ganz ab bin ich ja gerade dabei, oben das einigermaßen strukturiert alles hinzubauen. Es wäre dann ärgerlich, wenn ich es denn zweimal bauen muss, quasi alles die gesamte Verteidigung. Also schnell wieder zurück in Bereiche, wo es heller ist. Wobei ich hier auch mal ein paar Lampen verteilen kann. Wird das Problem auch behoben. Die Musik ist schön creepy. Haben sie gut gemacht. Ist ja auch relativ neu. So, was wollte ich? Ich wollte... Wo ist der Kompressor? Da oben ist der Kompressor. Ich glaube, ich klaue mir einfach hier den Kompressor und mache das so. Dann passt das viel besser. Dann muss ich gar nicht erst einen neuen bauen. Bauen wir selber ein paar. Komm, das geht schnell. So. Bis hier. Dann bapp mal da. Achso, nicht Fabrik, sondern Kompressor. Bau Kompressor dahin. Du komprimierst einfach alles, was ankommt. Dann geh mal nach da, schnapp dir von da Eisenplatten. Ist jetzt ein bisschen doof, dass das komplette Fließband später irgendwann mit Eisen voll liegt und das Ganze quasi verschwendet ist. Aber so ist das für mich momentan am schnellsten, am einfachsten. Dann mach hier die Ärmchen nach da und du stellst das da hin und alles ist gut. Okay. Und ich denke, ich bapp jetzt wo wir die Medium Poles haben, einfach immer direkt... Direkt vor die Poles den Turm. Das geht nicht, weil es keine Mitte gibt. Weil die Türme anderthalb Felder groß sind. Wollt mich doch alle. Okay, dann halt so, dass das ein Ticken weiter oben ist. Also so. Gut. Und so jetzt einmal komplett um die gesamte Basis rum. Das wird eine Weile dauern. Aber ich kann ja momentan alles noch privat aufhalten. Also sobald irgendwo eine Meldung kommt, dass wir angegriffen werden, solange eine Mauer da ist, weswegen die Mauern sehr wichtig sind, den kann ich halt schnell hinlaufen und selber mit der Arkada ein bisschen rumtackern. Auch wenn man eben gerade bei den Zerglings ganz gut sehen konnte. Auch wenn man bei den Zerglings ganz gut sehen konnte, dass mindestens die Hälfte der Schüsse daneben gingen bei der Arkada. Das heißt, eventuell sollten wir da auch auf eine andere Waffe umsteigen demnächst. Nein. So. So, und jetzt kriegt jeder erstmal nur ein Stack. Sonst habe ich nicht genug. Ich habe eh schon nicht genug. Achso, und jeder von euch braucht auch noch ein Ärmchen. Sehr gut. Oh, und die befüllen auch alle drei Stacks hier. Das ist ungewöhnlich. Normalerweise werden die Ärmchen automatisch irgendwas reinlegen sollen, zum Beispiel in die Boiler mit der Kohle. Wird immer nur der erste Slot und befüllt und das auch nur zu einem klitzekleinen Bruchteil. Und ich glaube, ich brauche hier blaue Ärmchen. Go. Sehr gut. Ja, und die werden leider erst befüllt, wenn ich einmal ganz rum bin. Alternativ könnt ihr auch einen Splitter hier hinbappen und das dann einmal rumlaufen lassen. Ja, ich mach's hier mit dem Splitter. Dann wäre der gesamte Osten schon mal abgedeckt. Das heißt, du kommst hier mal kurz weg. Blaues Ärmchen kommt mal hier unten hin. Dann leg es mittig raus auf ein Fließband und der kommt hier ein Splitter. Splitter habe ich schon richtig? Ja, habe ich. Habe ich auch schon genutzt. Du dahin. Jetzt geht ein Teil hoch und ein anderer Teil runter. Ist denn kontraproduktiv, wenn es später einmal komplett rumgeht, weil es nicht im Kreis laufen kann. Aber jetzt für den Anfang ist es praktischer. Richtig? Ich glaube, ich mache mir gerade sehr viel extra Arbeit, wenn ich das so mache. Ja, nee. Tut mir leid, Tür da unten. Ihr wurde jetzt sinnlos gesetzt. Ich habe mich umentschieden. Kann vorkommen, sorry.
Da. Und bin relativ sicher, dass die eine Fabrik nicht hinterherkommen wird später. Aber egal, ich rede schon wieder zu viel und mache zu wenig. Geh Sachen abholen. Ich brauche ganz viele Medium Power. Wow. Erst mal brauchen wir Kohle. So. Dann müssen die einmal alle befüllt werden. So, dann brauche ich Kupfer. So, stell her Medium Poles. Woran habe ich das jetzt? Stahl. Gib mir Stahl, gib mir mehr Medium Poles. So. Block of Iron schmeiße ich hier mal rein. Ich weiß nicht, ob es an den Iron Blocks liegt, dass das gerade nicht gebaut wird. Nee, wird an der Auslegeschwindigkeit liegt das. Okay, bau mehr blaue Ärmchen. Und mach einfach so. Und genau deswegen hätte ich ganz gerne die Dietech-Halbmärmchen. Also ich könnte es umgehen, indem ich folgendermaßen handle. Da, richtig? Ne, hier. Noch zwei. So, das sieht doch schon ordentlich aus hier mit der Muni. Ja, sehr schön. Okay, Bau. Warum verbindest du dich nicht? Und ist das hier drin? Nein, das ist direkt davor. Wo ist die Mauer? Wo ist die Mauer? Da ist die Mauer. Also so setzen, dass es gerade noch drin ist. Da. Hier. Angriff im Südwesten. Da müssten jetzt Türme sein, richtig? Three turrets are engaged with the enemy. Das sollten die hinbekommen. So, da lang. Einmal komplett hier rum. Von hier oben hatten wir auch einen Angriff gehabt, ne? Nordosten? Ja, ich glaube schon. Boah, ist das eine Wand aus Munition. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ich habe nur langsam leider keine Türme mehr. Flup, flup. Flup, flup. Was bräuchte ich denn für noch mehr Türme? Einfach nur mehr Zeit und Ressourcen. Ja, mehr Draht. Daran hängt es anscheinend gerade. Also grünen Chips. Das muss ich unbedingt in irgendeinem Konglomerat automatisieren. Dass wir 3-4 Fabriken haben, grünen Chips herstellen. Weil das wird der Bottleneck schlechthin sein in so 20-30 Folgen. Das kennt man ja schon, ne? So, also... Mauern erstmal hier Richtung Westen expandieren, damit wir die ganzen Türme hier nutzen können. Forschung ist am Tickern, das ist gut. Habe ich noch was zum Reinschmeißen? Nee. Okay. Dann brauche ich definitiv mehr blaue Ärmchen. Ich sollte auch blaue Ärmchen automatisieren. Aber das klappt gerade nicht so gut. Mehr blaue. Also nimm mal... das da weg, nimm die blauen Ärmchen da und tacker die da fest, so. Jetzt das schneller. Warum? Achso, weil du voll bist. Okay, mach mal 4, gib mir die da. Wow, grün Chips. Strom? Strom ist noch okay, könnte aber problematisch werden, vor allem, weil die Kiste schon wieder leer ist. Es geht viel... Wow. Oh, ich verdurst, hungere, sticke. Gut. Die Warnung ist super. Ich weiß nicht, wie er das reingeskriptet hat, aber das ist super. Wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit. Aber sonst würde ich einfach gnadenlos alle paar Folgen tot umfallen, ohne dass ich gemerkt habe, dass es langsam aber sicher auf Null gegangen ist. Und mein Inventar ist wieder zu sehr zugemüllt. Ja. Ich weiß. Was ist hier los? Oh, wir haben zu viel Eisen. Das ist okay. Damit kann ich leben. Sortier mal hier raus. Weiter. Warum habe ich Eisenerz dabei? Sehr komisch. Du, Kohle. Wird aufgeteilt. Okay. Das. Mauern.
Da war ich jetzt seit 1,5 Folgen nicht mehr, also sind hoffentlich ein paar angekommen. 36 Stück, komm schon. Kann ich denn ernst sein? Wir haben auch bald keinen Stein mehr hier. Okay, ich baue eine neue Anlage. Du brauchst du Chris. Ich baue eine neue Ziegelherstellanlage. Da unten sind Steine.